Hallo zusammen. Wir haben Brahim Diaz, den nächsten Spieler vom AC Mailand, den wir als SBC abschließen können. Und wir kriegen eine Spielerwahl. Da gibt es unter Bonusdetails dieses zu sehen. Es gibt zwei unterschiedliche Versionen. Einmal ein linker Flügel und einmal ein ZOM. Und ja, beide sehen eigentlich vollkommen in Ordnung aus. Ich persönlich würde den ZOM, glaube ich, nehmen, weil linker Flügel Serie A ist, glaube ich, einfach Insigne viel besser als dieser Brahim, weil er auch ein bisschen größer ist und so. Ich glaube, es ist auf dem Flügel, ist er, glaube ich, nicht so geeignet, aber in der Mitte ist das schon ein bisschen besser. Was müssen wir für ihn abschließen? Drei SBCs, ein 84er mit einem AC Mailand-Spieler, ein 85er mit einem Future Star-Spieler und ein 87er-Team ohne Future Star, also verdammt teuer. Und hier mal wieder ein Future Star, ein Spieler. Das heißt, da werden die Preise wieder für die niedrigen oder sind es schon hochgegangen. Finde ich jetzt aber extrem krass, dass halt wieder einer benötigt wird. Und für so einen Spieler, das ist arschteuer. Also wirklich richtig teuer. Und er ist gut, keine Frage. Aber jetzt nicht so überragend, dass man sagen muss, okay, jetzt müssen wir aber richtig viel in die Tasche greifen, damit wir den machen. Das finde ich nicht in Ordnung. Kostet über 300.000 aktuell. Über 300.000. Das ist einfach zu viel. Das ist zu viel und man kriegt halt kaum was wieder und man kriegt nur so einen Spieler wieder, der auf dem Markt nicht so viel kosten würde. Also meiner Meinung nach Finger weg, es sei denn, ihr liebt Brahim Diaz und AC Mailand, dann könnt ihr ihn machen. Sonst meiner Meinung nach zu teuer und deswegen lieber nicht machen. Zur Info, 4 Sterne, 5 Sterne, 4 Sterne Skills, 5 Sterne schwacher Fuß, das ist nochmal natürlich ein Vorteil. Bis dann. Ciao, ciao.